DiagonalView.de heute in Kambodscha. Liebe Feinschmecker, normalerweise ist es ja eher ein Problem, wenn in der Restaurantküche sich Ratten tummeln. Da macht das Gesundheitsamt den Laden mal schnell dicht. Hier in diesem Restaurant in Kambodscham werden Ratten aber durchaus gerne verspeist. Und in der Monsunsaison sollen sie sich besonders gut fangen lassen. Eben ein gutes Geschäft für die Dorfbewohner. Die toten Ratten werden vor Ort auf lokalen Märkten verkauft, die lebendigen an das benachbarte Vietnam exportiert. Ja, es ist wahr, in Vietnam isst man Ratten. Und die Haut der Ratten wird meist an Fische verfüttert. Und man glaube es oder nicht, hier schwört man auf den guten Geschmack der kleinen Viecher. Denn in Kambodscha sollen sie fast ausschließlich saftiges Gras essen, das wohl angeblich einen guten Geschmack erzielt. Und auch noch gesund sein soll. Naja, wenn die es sagen. Es schmeckt sehr gut. Es ist besser als normales Fleisch, also essen wir es gerne hier im Dorf. Ich kaufe es oft und koche es auch gern für die Kids. Und hier sehen wir das fertig gekochte Gericht. Ein echtes Ratatouille.